Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt ein Update zur Schwedenstudie. Die kennt ihr ja bestimmt. Die Schwedenstudie von 2017 ist sozusagen die Mutter aller Studien zum Thema CO2-Fußabdruck von Elektroautos. Es gibt eigentlich keinen negativen Beitrag über Elektromobilität, die nicht diese Studie zitiert. Sei es der ADAC, sei es die Studie von Hans-Werner Sinn, sei es zahlreiche Artikel in allen möglichen Medien, immer wieder wird diese Studie zitiert. Und dort ist davon die Rede, dass eine Batterieproduktion eines Elektroautos einfach mal pauschal 17 Tonnen CO2 erzeugt. Selbst die Autoren dieser Studie, das war nämlich das IVL, das ist das Swedish Environmental Research Institute, selbst die haben gesagt, dass diese Studie eigentlich das gar nicht aussagt, sondern das ist eine Metastudie gewesen, habe ich auch in meinem Video über CO2, das verlinke ich mal hier oben, erwähnt. Also die sagen, dass das gar nicht so, diese Aussage gar nicht so zutrifft, weil es gibt eben Durchschnittswerte je nach Batteriegröße und auch je nach verschiedenen Studien, die das ermittelt haben. Und die haben sozusagen nur diese Studien, ältere Studien zusammengefasst. Und nun gibt es ein Update, weil die Autoren wohl selber gesehen haben, dass ihre Werte überall, ich sag mal, missbräuchlich verwendet wurden. Und sie haben eine neue Studie gemacht, jetzt gerade rausgekommen, Anfang Dezember 2019. Und was in dieser Studie drinsteht, kurz zusammengefasst, möchte ich euch kurz auf den neuesten Stand bringen. Bleibt dran! Das Swedish Environmental Research Institute hat 2019, jetzt Anfang Dezember, eine neue Studie rausgebracht zum Thema CO2-Fußabdruck bei der Produktion von Batterien für Elektroautos. Und in dieser Studie war in 2017 noch davon die Rede, dass zwischen 150 und 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batteriekapazität anfällt. Und wie das eben so ist, ein findiger Journalist hat dann ausgerechnet, naja gut, 150 Kilogramm, 200 Kilogramm, nehmen wir mal den Mittelwert, sind also 175 Kilogramm. Und nehmen wir mal ein Tesla Model S, also das mit der größten Batterie weltweit, 100 Kilowattstunden. Das macht dann zusammen 17,5 Tonnen CO2 für die Produktion dieser Batterie beim Model S 100D. Dieser Wert geisterte durch alle möglichen Medien und in allen möglichen Artikeln. Ich gebe euch mal hier ein paar Beispiele. Sogar noch ganz frisch vom September Autozeitung. Da ist wieder von 150 und 200 Kilogramm Kohlendioxid die Rede. Oder beim Bayerischen Rundfunk, da ist davon die Rede, ein Elektroauto, 100 Kilowattstunden, da wird schon 17 Tonnen CO2 produziert, bevor es überhaupt einen Kilometer gefahren ist. Focus Online schreibt noch im Juni diesen Jahres, bevor die Batterie eines durchschnittlichen Elektroautos überhaupt benutzt werden kann, werden schon 17 Tonnen Kohlendioxid in die Luft geblasen. Microsoft sogar in MSN-Nachrichten, ARD deckt auf, E-Auto-Batterie erzeugt 17 Tonnen CO2. Neopresse, schwedische Studie, CO2-Bilanz von E-Autos ist ein Desaster, 17,5 Tonnen CO2 beim Model S. Ja, gut, das sind erstmal die Tatsachen, so wie sie jetzt in den Medien immer wieder und immer wieder verbreitet werden. Das wird den Leuten in die Gehirne eingehämmert und dabei ist diese Zahl eigentlich völlig gegenstandslos. Und das haben die Schweden vom IVL jetzt nochmal deutlich bewiesen, indem sie eine neue Studie aufgelegt haben, die jetzt gerade erschienen ist. Und diese Studie hat eine erstaunliche Zahl zutage gebracht, nämlich laut dieser Studie sind es weniger als die Hälfte. Es sind nämlich durchschnittlich 61 bis 106 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Akkukapazität. Und ja, wie kommt dieser Wert zustande? Die Schweden haben sich als erstes mal den gesamten Workflow angeschaut. Das geht also los beim Mineral Mining, das heißt da, wo die Rohstoffe gefördert werden, in den Minen oder bei der Lithiumgewinnung. Dann geht es weiter in die Materialproduktion, dort wo das Rohmaterial für die Akkuproduktion hergestellt wird. Und am Ende kommt es dann zur Zellproduktion, das heißt da, wo die einzelnen Materialien zur Batteriezelle zusammengefasst werden.
Und dann gucken wir uns mal die Energien an, die für so eine Zellproduktion eigentlich insgesamt anfallen, so die Verteilung. Da haben wir einmal den größten Anteil, nämlich 37%, das ist für die Granulat- oder Pulverherstellung von diesen NMC-Akkus, NMC-111-Akkus. Das ist auch die Zellchemie, die die Schweden dort als Basis genommen haben. NMC-111 ist momentan State of the Art und die meisten Akkuhersteller setzen diese Zellchemie ein. Wenn ich die meisten sage, da komme ich gleich noch drauf, dann klammere ich Tesla aus, weil die setzen eben eine andere Zellchemie ein. Vor- und Nachteile erzähle ich gleich noch was dazu. Zurück zur Energie, zum Energieverbrauch für die Zellproduktion, also 37% für das Pulver, was eingesetzt wird, dann elektronische Teile 9%, andere Materialien, die dort eine Rolle spielen, 35% und das Zusammenbauen der Zelle, die ganze Zellproduktion als Ganzes dann 19%. So, und wenn wir jetzt nochmal die Zahlen zugrunde legen, dann sind das natürlich Durchschnittswerte, die Sie ermittelt haben. Und wieso sind sie jetzt so drastisch geringer als noch vor ein paar Jahren? Nun, ganz klar, vor ein paar Jahren haben die Schweden ja auch nicht selber nachgerechnet, sondern sie haben eine Metastudie erstellt. Das heißt, sie haben viele Studien genommen und dort die Mittelwerte gebildet. Und die Studien von damals, 2017, ist schon halt, was Akkus angeht und Elektroautos angeht, schon eine große Zeitspanne. In 2 Jahren passiert viel. Dort gingen die Studien von Kleinanlagen für die Akkuproduktion aus, von Pilotanlagen für die Akkuproduktion aus. Und auch in der alten Studie stand ja schon der Satz drin, dass man eben nicht linear die CO2-Emissionen hochrechnen kann auf große Produktion, sondern dass Skaleneffekte entstehen. Und genau diese Skaleneffekte haben sie jetzt eben auch festgestellt. Das heißt, jetzt haben sie keine Pilotanlagen untersucht, sondern jetzt haben sie die Massenproduktion untersucht. Und bei der Massenproduktion ist einfach der Energieeinsatz für die Menge an produzierten Akkus viel geringer, nämlich teilweise bis zu 50% geringer, als bei so Pilotanlagen, die sie noch vor 2 Jahren in ihrer Studie drin stehen haben. Und was sie auch wieder festgestellt haben, ist, dass die State-of-the-Art-Chemie momentan, NMC, also Nickel, Mangan, Kobalt 111, die hat im Vergleich zur neuesten Chemie, die zum Beispiel LG Chem jetzt einsetzen wird für das Model 3, was in China in der Gigafactory 3 gebaut wird, das ist nämlich die NMC 811-Chemie, das sage ich euch nochmal in der Grafik, die Energiedichte der NMC 111 Akkus liegt bei ungefähr 150 mAh pro Gramm Akkugewicht und bei den NMC 811 Zellen liegt es bei 200 mA pro Gramm Akkugewicht, was am Ende auch dazu führt, dass diese neuen Zellen bis zu 14% geringere Emissionen bei der Produktion verursachen, also für die gleiche Menge an Kilowattstunden, die genutzt wird. Und was auch dazu führt, dass die Akkus halt auch leichter werden und auch kleiner werden bei gleicher Kilowattstundenanzahl. Und die Schweden sagen, dass sie sehr motiviert sind dadurch, dass sie jetzt festgestellt haben, dass der CO2-Rucksack eines Elektroautos sich eigentlich heutzutage halbiert hat im Vergleich ihrer Ergebnisse von vor 2 Jahren. Und sie gehen davon aus, dass das auch immer weiter passieren wird. Sie sagen aber auch gleichzeitig, dass in jedem Fall die Forschung und Entwicklung weitergehen muss. Die richtige Richtung ist bei den NMC 811-Zellen ja schon eingeschlagen. Aber im Vergleich, Stichwort Kobalt, NMC, Nickel, Mangan, Kobalt, da ist immer noch 10% Kobalt drin. Das ist zwar weniger als in den 111er-Zellen, aber immer noch deutlich mehr als Tesla in den Panasonic-Zellen für das Model 3 einsetzt, wo nur noch 2,8% Kobalt enthalten ist. Aber da wird die Reise tendenziell immer weiter hingehen. Und was sie sagen, ist, dass natürlich jetzt so langsam auch mal das Akku-Recycling stärker in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Denn in Zukunft, die Batterien, die heute produziert werden, die werden irgendwann in 10, 15 Jahren quasi den End-of-Life-Zyklus erreicht haben. Und dann muss ein Recycling stehen, dass nicht immer neue Rohstoffe eingesetzt werden müssen. Und das wird natürlich den CO2-Fußabdruck der Produktion von Akkus nochmal deutlich nach unten korrigieren. Das Fazit also, wenn ihr jemals wieder eine Studie seht oder wenn euch irgendwer was um die Ohren hauen will von wegen 17 Tonnen CO2 pro Elektroauto, dann wisst ihr ganz genau, das ist Quatsch. Aktuelle Werte sehen ganz anders aus. Es ist
nur die Hälfte, nur in Anführungsstrichen die Hälfte, was immer noch viel ist, aber der Trend geht eindeutig auch weiter nach unten. Und ich denke mal, in Zukunft wird das Thema CO2-Rucksack eines Elektroautos einfach eine immer geringere Rolle spielen. Und diese Information sollte man einfach weiter verbreiten. Ich denke mal, dass sich noch viele Jahre diese 17 Tonnen halten wird. Aber jetzt haben wir zumindest mal ein Gegenargument, weil wir können mit den gleichen Autoren dagegen halten und dieses Argument komplett entkräften. In diesem Sinne hoffe ich euch wieder ein bisschen Informationen geliefert zu haben und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.